Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bloons Tower Defense 5 gegen Bloons Tower Defense 6. Viele Leute haben mich im Livestream schon mal gefragt, was findest du denn besser, BTD5 oder BTD6? Und ich habe eine Weile gebraucht, um die entsprechenden Bildchen alle anzufertigen. Meine masterhaften Paint Skills haben sich jetzt bewährt gemacht. ja, wir werden also in diesem Video... Oder ihr werdet in diesem Video meine Meinung hören, was ich an BTD5, was ich an BTD6 besser finde, untermalt mit einigen kleinen Screenshots. Wir fangen an, ich habe es versucht in der Reihenfolge zu machen, wo es mir wichtig ist, allerdings sind eigentlich alle Themen so wichtig, nicht wichtig, deswegen, ich habe einmal irgendwann angefangen, ich lasse mir irgendein Foto hier anzeigen und werde ein bisschen was dazu erzählen. Links seht ihr BTD5, rechts seht ihr BTD6 und zwar ist neu zu BTD6 hinzugekommen das Affenwissen. Durch das Affenwissen hat endlich das Level-System einen Vorteil, ja? Also im BT5 hast du gelevelt, du hast nichts bekommen. Außer vielleicht, du kannst bestimmte Upgrade-Zweige freischalten oder bestimmte Funktionen freischalten. Im BTD6 bekommst du durch das Level-Up einen Affenwissenspunkt, was du in einen schönen, hübschen Zweig investieren kannst. Und das seht ihr zum Beispiel rechts, ne? Zauberer, Militär, Primär, Unterstützung, unten sind noch Kräfte und Helden. Und in jedem Zweig gibt es verschiedene Skills. Finde ich ehrlich gesagt besser als das Affenlabor aus BTD5. Na, hier steht Affenlabor, wo man zum Beispiel Morphs, BFBs und Storms haben 30% weniger Trefferpunkte. Wo es das zum Beispiel gab. Ich finde ehrlich gesagt das Affenwissen einfach auch grafisch hübscher. Deswegen, ich finde das Affenwissen besser als das Affenlabor. Wo die Münzen, die du fürs Affenlabor bekommen brauchst, das hast du halt nur aus Missionen bekommen. Und fürs Affenwissen braucht man halt das Level-Up. Und ich finde es gut, dass das Level wenigstens irgendwas Nützliches hat. Zweiter Punkt, die Türme. Viele haben ja mich gefragt, wann kommt denn endlich mal der Sauger, wann kommt endlich mal die Minigun? Und ich kann euch eine genaue Antwort noch nicht geben. Ich kann euch nur sagen, dass ich denke, dass sie wahrscheinlich irgendwann dazukommen. Naja, sowohl das Fallschussgewehr als auch der Bloon Häcksler werden irgendwann in BTD6 reinkommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Der Vorteil an BTD6 ist aber sogar noch, es gibt zwei neue Türme, die es vorher gar nicht gab, und zwar den Alchemisten und den Druiden. Wer das Let's Play am Anfang gesehen hat, hat gemerkt, wie sehr ich dem Druiden verfallen bin, weil er einfach ein so mega hübscher, toller Turm ist. Und beide Türme passen echt gut, finde ich, rein zu BTD und mir gefallen auch beide extrem gut. Der dritte Unterschied. Im BTD5 gab es einen Mastery Mode. Der Mastery Mode, falls es einer nicht kennt, verursacht, dass jeder Bloon eine Stufe höher ist. Das heißt, aus einem roten wird ein blauer Bloon, aus einem Keramik wird automatisch ein Moab, aus einem Moab ein BFB und aus einem BFB ein ZOMG. Das heißt, auf Stufe 40 oder 39, 38, wo die Keramiks kommen, kommen richtig viele Moabs. Der ZOMG war allerdings die höchste Stufe gewesen. Differenz auch von BTD5 Mastery Mode zum BTD6 Chimps Mode. Im BTD5 Mastery Mode kannst du Affenwissen nach Herzenslust verwenden. Ihr wisst, die Tergrube, wer die Folge vielleicht gesehen hat, ich habe nur, oder ich habe mir 100.000 Gold oder so mit den Geldboxen geholt und habe dadurch das Match easy gewonnen. In Chimps ist das glücklicherweise nicht mehr möglich. Na, da steht ja, der wahre Test für einen BTD-Meister. Kein Fortfahren und keine Verluste von Herzen, Einkauf, Affenwissen, Kräfte oder beim Verkauf. Der Chimps-Mode ist wirklich die Creme de la Creme, was die Herausforderung angeht. Und ich finde es auch echt gut, dass es diesen Modus gibt, weil er wirklich eine krasse Herausforderung ist. Beim BTD5 hast du einfach alles, zum Beispiel auch einen Geldverdopplungsmodus, erspielen können. In Chimps ist das nicht mehr möglich. Der Korb-Modus ist im BTD6 schöner. Einfach grafisch ist es viel aktueller, ja, und wir haben die Möglichkeit, einen Vierer-Koop zu machen. In BTD5, soweit ich mich daran erinnern kann, konnten wir maximal zu zweit Koop spielen. Der Vorteil bei 6 ist auch, du hast Maps, wo du manchmal geteilt hast, ne, so wie ihr es auf der Map da seht, einmal ein Kreuz durch die Map durch. Es gibt allerdings auch Maps, wo du auf irgendeiner Stelle der Karte deinen Turm setzen kannst. Und das finde ich echt cool, dass man auch Maps hat, wo man frei wählen kann, wo man Tower hinsetzt. Das Negative an BTD6 sowie BTD5 allerdings auch ist, dass du auf die Geschwindigkeit des Gerätes und der Internetleitung des anderen angewiesen bist,
weil Ninja Kiwi immer noch keine Server für Multiplayer hostet, wird vermutlich, denke ich mal, auch niemals vorkommen. Nächster Punkt, die BTD6 Helden. Was ich echt cool finde, dass es im BTD6 Helden gibt, und zwar mittlerweile 9 an der Anzahl. Jeder Held hat sogar noch einen schönen Skin. Ja, zum Thema Skin komme ich später auch noch. Und ich finde es echt schön, dass BTD6 Helden hat. Ja, einfach grafisch sind die sehr schön. Und BTD5 grundsätzlich, die Grafik kann ich im BTD6 immer nur loben. Die Grafik von 5 gefiel mir nicht so sehr. In 6 ist sie einfach schön rund. Noch knalliger von den Farben her, was mir echt gut gefällt. Deswegen, die Grafik ist absolut top. Finde ich. Auch neu, nicht ganz neu, sind die Insta-Affen. Es gibt sie auch in BTD5. Der Nachteil in BTD5 ist, du kannst nicht entscheiden, ob du sie setzen möchtest oder nicht. Ich weiß nicht, wer BTD5 von euch gespielt hat, aber viele von euch hat sicherlich aufgeregt, ihr habt einen kostenlosen Turm erhalten. Als Insta-Affe, als Belohnung. Und ihr werdet gezwungen, ihn zu nutzen, bevor ihr einen Affen mit dem normalen Ingame-Geld kaufen könnt. Das hat mich enorm gestört am BTD5. Und ich bin glücklich darüber, dass Ninja Kiwi es in 6 richtig gemacht hat. Eine schöne Übersicht über die ganzen Insta-Affen. Und ich finde es auch cool, dass man wirklich 5er-Zweige als Insta-Affen bekommen kann. Zum Beispiel unten links den Eisaffen auf 205 oder oben rechts habe ich einen 400-Sonnentempel. Oder ein 204 dunklen Champion. Also es ist schon sehr cool, die Insta-Affen. Auch da so eine schöne Übersicht. Und dass man sieht, das Primärpunkt, oder ne, das Wichtige ist auf jeden Fall, du kannst selber entscheiden, möchtest du ihn setzen oder halt nicht. So. Dann haben wir noch eine kleine Unterscheidung von BTD5 zu BTD6. In BTD5 hatten wir die Möglichkeit, da gab es ja nur 2 Zweige, 2, 3 zu wählen. Ne? Top-Spionage war auf dem oberen Zweig 2, auf dem unteren Zweig 3. Und das war ein sehr starker Skill-Zweig. Gerade die ballistische Rakete, die ich finde in BTD6 schlechter ist als in BTD5, muss ich tatsächlich sagen. Konnte aber sehr viel Schaden an Keramiks und Mobs machen. Das hat mir echt gut gefallen. Die ballistische Rakete in 6 finde ich nicht mehr so schön. Mein neuer Top-Zweig ist 204. Ja, ihr seht auch unten rechts, meine Erfahrung mit dem Affen-U-Boot sind mittlerweile über 10 Millionen Erfahrung. Ebenso wie der Ninja-Affe. Beides meine Lieblingsaffen. Deswegen beide mit über 10 Millionen Erfahrung. Ja, das Gute an BT6 sind ja auch die panzerbrechenden Pfeile, dass die, genau wie ballistische Raketen in 5, extra Schaden an Keramik oder, nee, panzerbrechende Pfeile machen nur Schaden, mehr Schaden an Moabs. An Keramik mache ich grundsätzlich extrem viel Schaden mit dem U-Boot auf 204. Und das finde ich auch hübsch. Ja, es ist schade, dass man 2-3 nicht mehr so machen kann in BTD6. Eine ballistische Rakete fand ich schon cool. Die panzerbrechenden Pfeile, muss ich gestehen, gefallen mir im Endeffekt aber tatsächlich auch besser. Sie sind allerdings auch teurer. Was es in BTD6 auch gibt im Vergleich zu BTD5, sind die schwarzen Rahmen. Wir haben, sofern wir im Mastery-Mode oder im normalen Modus alles abgeschlossen haben bei Medaillen, also die 5, leicht, mittel, schwer, umplatzbar und rückwärts. Die fünfte Medaille, die gleiche erste in BT5 ist rückwärts, falls ihr euch das immer gewundert habt. Du hast einfach keine Belohnung bekommen als Rand. In BTD6 hast du das Glück, diesen Rand nochmal schön zu sehen. Und zwar kriegt ihr einen schwarzen Rand, wenn ihr alle Missionen inklusive der Chimps-Medaille auf deiner schwarzen Stufe absolviert. Die Chimps-Medaille auf schwarzer Stufe haltet ihr, wenn ihr die Mission in einem Rutsch durchspielt, von Runde 1 bis Runde 100 oder von Runde 6 bis Runde 100. Und nicht zwischendurch ins Hauptmenü geht, um den Bug zu nutzen, wenn ihr eine Runde verloren habt, dass ihr erneut die Runde starten könnt. Dann kriegt ihr nur eine goldene Medaille und entsprechend nur einen goldenen Rahmen. Ich finde es einfach optisch sehr schön. Das ist ein schöner kleiner Reward, wenn man eine Map komplett geschafft hat, dass sie einfach schön glänzend metallic leuchtet. Der nächste Punkt haben wir die Spezialagenten. Ja. Wir haben in BTD5 glücklicherweise, hatten wir echt schöne Profistufen gehabt, ne? Wenn ihr also einen Affen 20, 30, 40, 50 mal gesetzt habt, einen Spezialagenten, wurde er von der normalen Stufe zu einer Profistufe. Die Profistufe hat immer noch ein neues Extra gehabt, das gibt es in BTD6 nicht mehr. Ihr seht links den Bananenbauer in BTD5 auf Profistufe und rechts den Bananenbauern in BTD6. Leider gibt es hier keine Profistufe, ich würde sie mir tatsächlich wünschen.
Ich fand es schon echt schön, wobei man sagen muss, beim Bananenbau in BTD 5 hat es mich sehr genervt, dass die Bananenschalen auf die Strecke geschleudert hat, die Bloons damit immer wieder an den Anfang teleportiert oder katapultiert hat, bevor wir überhaupt angreifen konnten. Das heißt, man hat immer sehr, sehr viel Zeit verschwendet. Klar, man hätte auch einen Turm vorne hinsetzen können. Aber manchmal hat es einfach in die Strategie nicht reingepasst. Ich würde es mir für BTD 6 noch nachwünschen, dass ein Nachpatch kommen würde, dass wir Profistufen kriegen würden. Das fand ich doch sehr schön. So, dann haben wir auch noch neue Bloons. Im Vergleich zu BTD 5 gibt es in BTD 6 drei neue Bloons. Und zwar den Anti-Magie-Bloon. Auf der rechten Seite seht ihr ihn in lila Form mit einer kleinen weißen, mit einer kleinen bläulichen Umhüllung. Dieser Bloon kann nicht von magischen Angriffen getroffen werden, zum Beispiel der Superaffe auf Plasmastrahlen oder Laserstrahlen oder der Erzmagier oder der Magier halt. Da kann er keine Magie-Bloons kaputt machen, Anti-Magie-Bloons kaputt machen. Und die gefährlichen DDTs, der schwarze Zeppelin unten rechts und der Bat, der riesige lila Bloon, der unglaublich zäh ist. Ja, das gibt's also auch neu in BTD 6. Finde ich auch ganz gut, macht es ein bisschen schwieriger, gerade ohne den Sauger ist der DDT und der Bat ziemlich schwer zu killen. DDT gerade auf Masse, Bat alleine hat schon genügend Leben. Die Tagesausrüstung ist in BTD 6 noch dermaßen besser gestaltet. Ihr erinnert euch vielleicht noch links, im BTD 5 konnte man halt auswählen, leicht, mittel, schwer und platzbar und hat dann halt diese wöchentlichen Ausrüstung bekommen, 7 Stück und dann kann man die halt machen. Da konntest du zum Beispiel links auf Baumkrone, so hieß die Map damals, mit Reißnagelwerf und dem Sniper spielen. Ich finde einfach, grafisch sieht das, wow, steinzeitmäßig aus. Und dann auf der rechten Seite, BTD 6, seht ihr da die Tageshausung und die Top-Herausforderung. Sieht einfach schöner aus, wir kriegen eine bessere Belohnung. Und wir können immer bestimmte Affen entweder nutzen. Also ich fand es auf jeden Fall schöner, als nur 2 Affen zu benutzen. Oder 4, glaube ich, im BTD 5. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es 2 oder 4 waren. Vielleicht habe ich es abgeschnitten in den Screenshot. Finde aber das in BTD 6 wesentlich eleganter und schöner gelöst. Noch ein weiterer Unterschied, der Geldverdoppelungsmodus. In BTD 5 war der Geldverdoppelungsmodus 7,45 €. Im BTD 6 kostet er 17,99 €. Abgesehen davon, dass dieser Modus euch das Spiel versaut, kann ich euch nicht empfehlen zu kaufen. Das macht einfach nur das Spiel kaputt, ganz ehrlich. Dann kauft lieber was anderes, was sinnvoller ist. Affenwissenspunkte, Affengeld oder ähnliches. Oder Skins, wenn es die demnächst mal kriegen, nehmen sollte. Aber der Geldverdoppelungsmodus kostet hier im BTD 6 einfach mal mehr als das Doppelte. Vorteil von BTD 5 in der Steam-Version, du kannst es sogar für Ingame-Dollar kaufen. Ich glaube 10.000 oder so. Musst also dafür nicht mehr echtes Geld bezahlen. Bezahlst aber mehr für die Steam-Version als für die Mobile-Version. Die Fähigkeitenübersicht, wow. Also wie oft habe ich mich in BTD 5, verloren, weil ich nicht alle Fähigkeiten anklicken konnte. Ihr seht links in BTD 5, wenn ihr einen Affen hattet, der eine Fähigkeit hatte, musstet ihr ihn unter dem Verkaufen-Button andrücken, um die Fähigkeit zu starten. In BTD 6 habt ihr alle Fähigkeiten schön fein säuberlich unten rechts oder beziehungsweise unten links in einem richtigen Spiel aufgelistet und könnt entsprechend die Shortcuts, wenn ihr am Computer spielt, 1, 2, 3, 4 bis 9, beziehungsweise auf dem Handy einfach kurz drauf tippen, benutzen, was echt viel entspannter ist und manchmal echt die Runde doch noch gewinnt, weil man nicht auf jeden einzelnen Bloon draufklicken muss, um da die Fähigkeit zu aktivieren. Races gibt es zum Beispiel in BTD 6 neu, gab es in BTD 5 nicht, finde ich cool. Was NinjaQB noch einführen wird, ist zukünftig wahrscheinlich noch ein Trophäenshop. Das heißt, die erhaltenen Trophäen, die ihr oben rechts seht, 272, die werden irgendwann auch noch nützlich sein. Ist neu. Ist ein interessanter Modus, weil du sofort die Runden starten kannst und dann das Match wirklich schnell abschließen kannst. Finde ich echt cool. Die Grafikmods oder Modis im BTD 6 finde ich auch sehr gut. Gab es im BTD 5 nicht. Es gab dort keine Easter Eggs. Oder ähnliches, womit man zum Beispiel die Bloons größer oder kleiner machen könnte. In BTD 6 geht das. Ich weiß nicht, ob es an der Programmierung lag oder einfach, dass sich NinjaQB dafür auch aufgehoben hat. Ne, oben rechts seht ihr einen gigantischen Bat und unten links seht ihr winzig kleine Mini-Keramiks. Das ist ebenfalls besser in BTD 5 als in 6, weil es das in 5 einfach nicht gab. Die Möglichkeit, alle Banken gleichzeitig einzusammeln mit dem Collect All-Button oben links, ne, ihr seht den gelben Button, wo 690 drüber steht, bedeutet, man kann alle Banken auf einmal entleeren. Das habe ich mir im BTD 5 auch gewünscht, gab es nicht. Und in BTD 6 haben sie vielleicht auf die Community, vielleicht für mich, ich weiß es nicht, ob ich das geschrieben habe oder gesagt habe,
ob die irgendwas davon mitbekommen haben, könnt ihr alle Banken gleichzeitig entleeren, was ich echt gut finde. Ja, leider muss man sagen, der arktische Wind, der hat in BTD6 einen kleinen Zusatzeffekt. Und zwar, wenn ihr den arktischen Wind, den Eisaffen mit arktischem Wind geskillt, in die Nähe von Wasser setzt und dort dann auf die Nähe des Wassers, in der Nähe des Eisaffens, einen Turm platziert, entsteht unter diesem Landturm eine Eisscholle und ihr könnt ihn aufs Wasser platzieren. Im BTD5 fand ich ehrlich gesagt den arktischen Wind besser, weil er eine sehr hohe Reichweite hatte und viele Bloons einfrieren konnte. Da fand ich ihn auch wirklich noch nützlich. Dieser arktische Wind in 6 finde ich nicht mehr gut, muss ich sagen. Außer diesem kleinen Gimmick, dass man eine Landeinheit aufs Wasser platzieren kann, finde ich den arktischen Wind an sich nicht mehr gut. Na, noch kurz zu wissen, wenn ihr den Eisaffen verkaufen solltet, würde automatisch auch Quincy verkauft werden, der auch derzeit auf der Eisscholle steht. Die Eisscholle verschwindet also, sobald der Träger oder der Wirt dieser Eisscholle ebenfalls verschwindet. Es gibt im BTD6 auch Achievements, ja, und wirkliche Ingame-Belohnungen. Das gab es in 5 nicht, es gab nur Google Play Achievements, keine Belohnungen wie $100 für Runde 100 im Lotus Luft ablassen gewinnen. Sowas gab es halt im BT5 nicht, im BT6 schon. Ich finde es gut, da kann man sich ein paar Ziele setzen, die man erreichen möchte und kriegt auch noch eine kleine Belohnung dafür. Huch. Das zum Beispiel fand ich in BTD6 besser. BTD5 besser. Es gab die zufällige Mission. Ich hoffe, die kommen in BTD6 wieder. Und zwar hatten wir in der zufälligen Mission einfach 250 Missionen, wo gesagt wurde, du kannst die bestimmten Türme nutzen, musst diese Schwierigkeitsgrad schaffen, hast diese Einschränkung, alle Blunzer in einem Rang höher zum Beispiel. Das, ehrlich gesagt, vermisse ich in BTD6, weil da hat man sehr, sehr viele spezielle Missionen, weil 250 Missionen waren echt viel und es waren echt coole mit dabei gewesen. Das hoffe ich doch wirklich, dass Ninja Kiwi das in BTD6 noch nachführt. Das fände ich echt nice. Ebenso, warum habe ich den dann alle nicht größer gemacht? Das verstehe ich nicht. Ebenso finde ich es schön, dass wir zufällige Missionen hatten im BTD5. Und zwar habt ihr jeden Tag oder jede Woche manchmal eine Mission im Hauptmenü gesehen, zum Beispiel für eine 50-Mann Spezialfähigkeit und Affenpiraten. Da habt ihr zum Beispiel diese Insta-Affen bekommen, die man dummerweise nicht auswählen konnte, ob man sie benutzen möchte oder erst viel später. Hier hat man also wirklich den Großteil der Insta-Affen, glaube ich, erhalten. Aber so eine Mission finde ich in BTD5 tatsächlich besser. Das fehlt in BTD6 leider. Es gibt nur die Tagesherausforderung. Ob sowas kommen wird, ich bezweifle es ehrlich gesagt. Aber man kann hoffen. Ich fände es auf jeden Fall schön, wenn es kommen würde. Ebenso den Spezialauftrag. Ja, es gab 11 spezielle Missionen in BTD5. Zum Beispiel schnelle Upgrades. Überlebe 5 Spezialen auf Schloss, in denen deine Türme nach dem Ende jeder Runde gratis ein Upgrade dazu erhalten. Fand ich eine sehr, sehr interessante Mission, weil man wirklich nachdenken musste, welche Türme man denn setzt und ob die gut genug sind. Weil 500 hört sich zwar schwach an, aber es hat es echt in sich gehabt. Man musste auch darauf achten, welchen Turm setzt man zuerst, damit man das maximögliche Upgrade erreicht und welche kann man später setzen. Also ich habe da wirklich viele Versuche gebraucht, um das zu schaffen. Fand ich sehr cool. Ich hoffe, sowas würde im BTD6 auch noch reinkommen. Fände ich nicht verkehrt. Und zu guter Letzt, last but not least, die Möglichkeit der Affenskins. Im BT5 haben wir Affenskins erhalten, die man sich separat für 2,09 €, glaube ich, jeweils kaufen konnte. Haben die Affen aber auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Zum Beispiel ein Wurf-Pfeil-Affenskin, ein Ninja-Affenskin, ein Lehrlings-Affenskin. Rein grafische Veränderungen, keine Buffs oder ähnliches, aber es ist einfach ein schöner Turm gewesen dadurch. Einfach mal anders. Und interessant. Ich hoffe wirklich, dass in BTD6 die Turmskins auch noch kommen. Vielleicht sogar für Ingame-Geld sich kaufen lassen. Wenn es schon Heldenskins gibt, dann die Affenskins auch für Ingame-Dollar. Das finde ich auf jeden Fall cool. Und das finde ich am BTD5 immer noch besser als am BTD6. Aber wer weiß, ob das dann irgendwann kommen wird und sie sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen. Weiß man nie. Ja? So. Ich habe noch zwei Punkte, wo ich keine Grafik hatte, weil es sich nicht vergrafischen ließ. Einmal, dass wir in BTD6 keine doppelte Geschwindigkeit mehr haben mit dem Button unten rechts mit der gesteigerten Schnelligkeit, sondern eine dreifache Geschwindigkeit kann man sehr gut auf der Map
vier Kreise, vier Runden, vier Kreise? Irgendwie so, ne? Mit den vier Kreisen und zweimal Wasser. In BTD6 sehen konnte mit dem Timer rechts an der Seite, dass der halt 3 Sekunden jede Sekunde gezählt hat. Fand ich schon sehr cool. Beim BT5 war es dann teilweise doch mal etwas langsamer. Und der zweite Punkt, jeder einzelne Turm ist absolut nützlich in BTD6, einfach durch das Vorhandensein von den T5-Skills. Das heißt also von dem fünften Skill in einem Pfad. Jeder Turm, er ist zwar teurer, ja, aber auch ein Bombenturm ist extrem gut, ein Eisaffe ist extrem gut, ein Reißnagelwerfer ist in BTD6 richtig gut geworden. Ja, durch die Reißnagelzone oder den Inferno-Ring. Das heißt, jeder einzelne Turm kann sehr gut sein, wenn man den T5-Skill benutzt. Kostet manchmal, aber immerhin sind keine Türme absolut nutzlos. Gut. Das, meine lieben Freunde, war mein Vergleich gewesen. BTD5 gegen BTD6. Es gibt Dinge, die macht BTD5 immer noch besser als BTD6. Aber im Endeffekt gefällt mir BTD6 deutlich, deutlich besser, weil es so viele Dinge gibt, die einfach wesentlich besser gemacht worden sind als in 5. Die haben aus 5 gelernt. 5 war das erste Client-Game, was sie gemacht haben von Bloons. Alle anderen waren Browser-Games gewesen. Und sie haben auf die Community gehört, auf die ganzen Vorschläge. Sie haben BTD6 in fast jedem Punkt, den man in BTD5 bemängeln konnte, einfach besser gemacht. Ja, und deswegen ist BTD6 für mich klar der Sieger. Ja. Okay. Sollte ich irgendwas vergessen haben, ich schreibe es gerne in die Kommentare rein. Solltet ihr irgendetwas haben, was in BTD5 oder BTD6 besser ist als im anderen Teil, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich antworte da gerne drauf und wenn mir der Kommentar richtig gut gefällt, dann kriegt ihr natürlich auch ein Herzchen von mir, was man dann im Nachhinein auch verlesen sollte, weil Herzchen sind tolle Kommentare und haben vielleicht noch etwas zum Video beizutragen. Danke, meine Freunde, das war's gewesen. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Ciao, ciao.